Then we had this shit for a long time, didn't we? Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online. Ihr seht, ich befinde mich immer noch in Pandoria. Alleine. Ich versuche nochmal grob aufzufassen, was jetzt passiert ist. Weil für mich ist das gerade keine 5 Minuten her. Wir haben Anne gerettet. Anne ist wohlauf zu Hause. Sie hat eine Schramme von pandorischer Energie, aber ansonsten geht's ihr gut. Alex ist in Pandoria geblieben, um gegen Darko zu kämpfen. Das ist uns natürlich aufgefallen. Ich und Elisabeth sind natürlich sofort zurück durch das Portal, um nach Alex zu sehen. Dort haben wir gesehen, dass Alex gegen Darko gekämpft hat. Elisabeth hat sich dazwischen gestemmt. Das hat auch im ersten Moment gut funktioniert, bis Darko sich wieder aufgerafft hat und hat sie, ja, wie soll ich jetzt das erklären, sah aus wie ein pandorischer Kristall in Elisabeth-Form. Da das Alex natürlich alles mit eigenen Augen gesehen hat, hat sie so einen Ausraster gekriegt, dass sie komplett hier alles zerlegt hat. Und im Anschluss habe ich gesagt, so, du hörst jetzt auf und machst in der nächsten Folge weiter, sonst verstehen die anderen das nicht. Wie gesagt, ich befinde mich immer noch in Pandoria, Anne ist gerettet, Alex und Elisabeth sind weg und ich habe kein Portal mehr, durch das ich zurück nach Jorvik gelangen kann. Ich kann nicht mal eine Map öffnen, weil das geht hier in Pandoria nicht. Ich bin hier komplett alleine. Ich sehe nicht mal auf der kleinen Map hier ein Ausrufezeichen, irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Das Gates ist in Jorvik, heißt, ich habe jetzt nicht mal ein Pferd dabei. Ich bin etwas überfragt. Okay, hier ist Alex. Sie ist wirklich von uns gegangen. Wir müssen einen Weg finden. Also ich glaube nicht, dass Elisabeth komplett... Nein, nicht diesmal. Wieso werden mir hier die Wächter des Dorfes angezeigt? Das ist doch bestimmt auch nicht richtig, oder? Es wird so dunkel. Wie, es wird so dunkel? Was soll das heißen? Und was ist das? Hört sich an wie... Nein. Das ist unmöglich. Was ist unmöglich? Muss ich mich da draufstellen? Oder muss ich das anklicken? Ach, das muss ich anklicken. Das ist ganz sicher Lisa. Warum musste sie mir folgen? Weil sie dich liebte. Ich weiß nicht warum.
Ach, Leute. Mir ist kalt, Dascha. Oh oh. War das nicht bei Anna auch so? Nicht, dass wir jetzt Alex auch noch verlieren. Und das Portal nach Hause? Es ist verschwunden. Wir können weder vor noch zurück. Elisabeth hat ihr Leben ganz umsonst gegeben. Sag das nicht. In Ordnung. Aber du kannst mich nicht davon abhalten, das zu denken. Nein, das stimmt. Ich konnte mich nicht verabschieden von meinen Brüdern, meiner Mutter, Maya. Ich muss da hoch. Oder? Ich sehe das Licht nicht mehr.
Oder geht's hier rundherum? Ja. Sie haben uns gefunden. Du bist jetzt in Sicherheit, Dasha. Du bist zu Hause. Okay. Huja. So. Ihr Lieben, wartet mal kurz. Ich will mal gucken, wie lange ich schon aufnehme. Ja, das dachte ich mir nämlich schon. Ich bin relativ geschockt über etliche Dinge hier in der Questline. Ganz besonders bin ich darüber geschockt, dass ich Dusk Gates mitnehmen konnte, der nicht mal mein Startpferd war. Normalerweise ist absolute dringendste Pflicht, das Startpferd dabei zu haben, wenn man nach Pandoria reist. Ansonsten funktioniert es nicht. Also entweder war das ein Bug seitens Star Stable, dass sie das einfach nicht eingeteilt haben, dass da nur die Jorvikschen Warmblüter bzw. das Startblut, das Startpferd reinkommt in Pandoria. Und dann war ich auch etwas darüber erschrocken, dass wir das wirklich heute schon geschafft haben. Dass wir wirklich Anna aus Pandoria geholt haben und im Endeffekt bis auf einige wenige Schrammen alle gesund und munter sind. Also, hui. Ja, ich weiß gerade wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin wirklich heftig geflasht. Ist krass. Ist krass und ist geil. Richtig, richtig cool. Wir haben es endlich geschafft. Ich weiß nicht, wie lange wir gebraucht haben insgesamt. Auch wie lange Star Stable gemehrt hat. Ich weiß es nicht. Ich finde es auf jeden Fall mega, mega, mega geil, dass wir es endlich geschafft haben, alle Soul Rider zusammenzukriegen. Dass keiner mehr irgendwie in Pandoria verschollen ist oder so. Dass höchstwahrscheinlich auch Darko vielleicht nicht besiegt, aber erstmal geschwächt ist, dank Elisabeth, die wir ja nun, ja, weiß ich jetzt gar nicht, haben wir die jetzt wieder gekriegt? Nee. Okay. Ja, Elisabeth, wir wissen es nicht, vielleicht erleben wir es im Laufe der höchstwahrscheinlich letzten Story-Quest hier in dieser Line. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war interessant. Sage tschüss und bis zum nächsten Mal.